Willkommen auf meinem Kanal Streampunk, liebe Punks und liebe Leute. Ja, willkommen bei einer neuen Folge Blitz News. Ich muss natürlich auch aktuell etwas zu der aktuellsten Situation bezüglich der Razzien bei Reichsbürgern. Da möchte ich mich auch mal ganz kurz zu äußern. Zunächst einmal ganz kurz mein Hinweis: Abonniere bitte meinen Kanal, wenn du es bisher noch nicht getan hast. Und aktiviere auch die Glocke, damit du rechtzeitig über neue Inhalte informiert wirst. Und hilf mir auch, die Community, die Gemeinschaft zu vergrößern, indem du kleine Teile meiner Videos oder die gesamten Videos einfach teilst in der Welt, in deiner Social-Media-Welt. Ja, vielen Dank dafür. Ja, ihr habt es schon wahrscheinlich mitgekriegt, zu gewissen Dingen äußere ich mich in den Blitznews, zu gewissen Dingen äußere ich mich nicht. Das hier, das Thema ist wichtig genug, benannt zu werden. Ganz frisch von heute, vom 7.12. Ermittler nehmen rechtsextreme Terrorzelle hoch. 3000 Beamte im Einsatz. Oh mein Gott, 3000 Beamte. Haben wir überhaupt so viel? Ich weiß es nicht. Ja, 3000 Beamte scheint mir fast ein bisschen zu viel. In mehreren groß angelegten Razzien gehen Beamte gegen eine Terrororganisation aus dem sogenannten Reichsbürgermilieu vor. Okay, hier auch schon mal die erste Schublade wieder. Die bedienen Sie gerne. Die rechtsextreme Gruppierung soll den Staatsumsturz geplant haben. Okay, Reichsbürger sind rechtsextrem. Das ist hier im zweiten, in den ersten beiden Sätzen wird hier schon geframed. Ich bin absoluter Gegner von Gewalt. Ja, aber was hier die Mainstream-Medien bieten, das ist schon wieder erkennbar in den ersten beiden Sätzen. Sie entlarven sich auch immer noch selber. Bundesanwaltschaft hat am Mittwochmorgen 25 Menschen aus der Reichsbürgerszene im Zuge einer Razzia festnehmen lassen. 3000 Beamte seien in 11 Bundesländern im Einsatz, sagte eine Sprecherin der Karlsruher Behörde. Sie wirft den Beschuldigten vor, den Umsturz des Staates vorbereitet zu haben. Okay, alles klar. 22 der Festgenommenen sollen Mitglieder einer terroristischen Vereinigung sein, 2 davon Rädelsführer, 3 weitere gelten als Unterstützer. Zudem gäbe es 27 weitere Beschuldigte, sagte die Sprecherin. Wir haben noch keinen Namen für diese Vereinigung, sagte sie. Sie begründet sich wohl auf Verschwörungsmythen. Aha, okay. Bin mal gespannt, ob das Wort Querdenker auch noch vorkommt. Die Bundesanwaltschaft wirft rund 50 Frauen und Männern vor, eine terroristische Vereinigung gebildet zu haben. 50 und dafür brauchen sie 3000 Beamte. Das sind 60 Beamte. Nee, Moment. 60 Beamte. Doch, das sind 60 Beamte pro Hausdurchsuchung. Okay. Das ist ein bisschen Fille, ne? Na gut, okay, egal. Die Bundesanwaltschaft gebildet zu haben, um die Ordnung zu beseitigen und terroristische Vereinigung gebildet zu haben, um die verfassungsmäßige Ordnung der Bundesrepublik Deutschland zu beseitigen und einen Staat nach Vorbild des Deutschen Reiches von 1871 zu errichten. Demnach sollen sie unter anderem geplant haben, das Reichstagsgebäude zu stürmen, durch Anschläge auf Stromversorgung bürgerkriegsähnliche Zustände herbeizuführen, sowie die Bundesregierung abzusetzen, um dann die Macht zu übernehmen. Ja, also es funktioniert ja nicht einfach nur mit 50 Leuten und ein paar AKs. Das ist ja Blödsinn. Bundeswehrsoldat unter Festgenommenen. Die Ermittlungen der Bundesanwaltschaft gegen Verdächtige aus der Reichsbürgerszene richten sich auch gegen einen Soldaten des Kommandos Spezialkräfte KSK der Bundeswehr. Es handelt sich dabei um Maximilian E. aus dem Stab, sagte ein Sprecher des militärischen Abschirmdienstes. Nach Information der dpa wurde sein Haus und sein Dienstzimmer in der Graf Zeppelin Kaserne in Baden-Württemberg durchsucht. Der Unteroffizier, der kein Kommandosoldat ist, war in der Bundeswehr bereits als Behandlungsgegner aufgefallen. Hier haben wir es ja. Ja, Reichsbürger, rechtsextrem, Behandlungsgegner. Später aus der Truppe heraus gemeldet worden. Bei den Ermittlungen sind demnach bisher aber keine Bezüge zu früheren Extremismusvorfällen im KSK entdeckt worden. Schwerpunkt der Razzien gegen die Reichsbürgerszene ist der ostthüringische Ort Bad Lobenstein. Dort lebt der seit längerem von Ermittlern dem Reichsbürgermilieu zugerechneten Heinrich der VIII. Prinz Reuß. Der 71 Jahre alte Immobilienunternehmer mit Wohnsitz in Frankfurt und Gutsherr eines Jagdschlosses gilt als Hauptbeschuldigter. In einem neuen Staat war er als Regent vorgesehen, heißt es in einer Pressemitteilung. Also, liebe Reichsbürger, ja, wenn ihr hier schon vor dem Umsturz, also hier schon einen Regenten festgelegt habt, Leute, dann ist es genau die gleiche Grütze wie vorher.
Auch eine ehemalige AfD-Bundestagsabgeordnete und Richterin befindet sich unter den Beschuldigten. Also, dass wir hier digital überwacht werden über unsere Smartphones und Handys und dass die Chatportale alle überwacht werden, ich denke, das ist jedem Dreijährigen klar, ja. Und ich nehme ganz klar an, dass sie hier entweder unterwandert wurden durch V-Leute oder sie haben ganz einfach sich selbst gefeiert in den verschiedenen Social-Media-Gruppen, dass das dann irgendwie ans Tageslicht gekommen ist, ja. Schätze ich mal, ja, wenn es hier sogar schon einen Regenten gibt, schätze ich mal, dass sie sich da, was weiß ich, in irgendwelchen Chatgruppen gegenseitig befeuert und gefeiert haben, dass das irgendwie digital aufgelaufen ist. Das sind ja im Grunde am Ende Algorithmen, die unser Staat einsetzt. Und wenn sie es geschafft haben, eins der Handys ja, zu übernehmen durch einen Staatstrojaner, dann hat sich das sowieso alles hier erledigt. Ne? So meine Meinung. Und jetzt schauen wir uns ganz kurz einmal die öffentliche Meinung auf Twitter an zu dieser Geschichte. Wenn Medien noch während der Razzia alle Details nennen, ein Mord, der auf frischer Tat entlarvt wird, aber erstmal eine tagelange Untersuchung braucht. Inszenierung, Ausrufezeichen. Während die CDU über eine Klima-RAF fabuliert, weil Kids Straßen blockieren, plante anscheinend eine Gruppe aus Adel, Ex-AfD und Mitgliedern des Militärs einen gewaltsamen Staatsstreich. Welches ist wohl die tatsächliche Gefahr? Es stehen Wahlen an in Berlin, erzwungen von der AfD. Mehr muss man über diese Inszenierung nicht wissen. Klar auch, dass die Medien Iller Kirchberg klein kochen und hier irgendetwas Strafbewährtes inszenieren. Die Gefahr durch Reichsbürger ist real, die Razzia mehr als notwendig, nahezu täglich gibt es Messerattacken, die Innenstädte sind kaum noch sicher. Erst vor wenigen Tagen wurde ein junges Mädchen, ja, endlich handelt die Regierung. Das ist natürlich hier Pancake Breakfast, das ist natürlich hier, hier dieses tote Mädchen mit reinzubringen, ist wirklich widerlich. Ja? Und in die Innenstädte sind kaum noch sicher alleine, ist so ein Quatsch, ne? Was schreibt hier noch der Nächste? Ist eigentlich Systemumbruch das gleiche wie Zeitenwende oder Atomausstieg? Warum gab es dann noch keine Razzia bei Merkel und Scholz? Oder ist das so wie böse Anti-Corona-Demonstranten in Deutschland und Helden in China? Reichsbürger, was ist mit der Gruppe Messerstecher? Ja. Alle Schweinemedien berichten wie auf Knopfdruck über eine bundesweite Razzia gegen Reichsbürger, Verschwörungstheoretiker und andere. Lasst euch nicht verarschen, Propaganda zum Einschüchtern vom Feinsten. Ja, meine Lieben, jetzt habt ihr hier so ein paar Stimmen, so ein paar Einblicke. Schreibt mir gerne auch mal eure Meinung zu diesem Thema der Razzien hier in die Kommentarspalte. Mich interessiert das, was ihr dazu zu sagen habt. Ich musste gestern schon einen Kommentar löschen. Lasst bitte Bezug auf diese Geschichte, die hier mit den beiden Mädchen in der Nähe dieses Flüchtlingsheims in Illersberg passiert ist. Diese Kommentare werde ich löschen. Ja, das ist pietätlos. Überall sieht man, ich habe es gestern sogar gesehen bei, ach, jetzt habe ich den Namen vergessen. Ein ganz bekannter YouTuber, auch ein älterer, der macht immer so 3-4 Team, ich glaube Team sowieso heißt der. Habe ich jetzt aber, kann sein, dass ich das jetzt durcheinander bringe. Ja, man findet keine Worte, hieß sein Video. Ja, dann lass es doch. Jeder hat im Moment zu diesem Thema, zu diesem schrecklichen Thema der beiden getöteten Mädchen, da was zu sagen. Und ich finde, es gebietet irgendwie die Pietät, dass man das nicht unbedingt auf seinem YouTube-Kanal ausschlachtet. Die Medien schreiben schon genug dazu, genug Müll dazu. Und wer sich wirklich informieren will und seine eigene Meinung bilden will, der schaut halt nicht nur Tagesschau, das wissen wir alles schon. Insofern werde ich mich aus dem Thema raushalten und ihr bitte auf meinem Kanal auch. Für eure Aufmerksamkeit bedanke ich mich, für euren ganzen Support in der Vergangenheit bedanke ich mich auch und vergesst bitte nicht, meinen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit ihr in der Zukunft nichts Wichtiges mehr verpasst. Denn was die Zukunft bringen wird, das weiß keiner so genau. Eins weiß ich aber sicher, wir sehen uns auf diesem Kanal auf alle Fälle wieder.